Impfproduzierer jetzt. Also den können wir jetzt direkt her, Klatsche hier. Hör auf. Hör auf. Das ist jetzt halt ein Riesenbrocken hier, ne? Ein Riesenbrocken. Ja, mal guckst du. Gut, da geht er auch schon an. Gut, okay. Jetzt müssen wir gucken. Kabel, Kabel, Kabel. Zack. Geht er hier hoch, jawohl. Okay, da ist er schon. So, jetzt haben wir hier 13 Energie und ist immer noch rot. Versteht es gar nicht. Fehlt denn irgendwo immer noch die Energie oder was? Ach, benötigt 10. Jetzt. Aber wir haben doch 13. 5. Ach so. Ach, jetzt verstehe ich. Ich verstehe. Ich brauche also einen anderen Generator. Ach, verdammt, ey, oder? Benötigt 10. Ich brauche den hier. Shit, okay. Dann hat sich das also erledigt, meine Frage. Kann ich Generatoren bauen, wie ich will? Wir brauchen den hier. Gut, dann müssen wir das erst irgendwie auftreiben, sonst wird es nichts hin. Dann müssen wir erst einmal Können wir den eigentlich wieder abbauen, ne, oder? Eigentlich könnten wir den wieder abbauen, ja. 10. Ja, dann wird es nichts, ne? Wird es nichts werden hier. Hör auf jetzt. Hör auf! Gut Leute, dann verabschiede ich mich erstmal. Ich tue den Generator aufwerten noch. Mein Kater will mich ein bisschen spielen, dann macht es eben mal. Also bis dann, ciao! Jo, da sind wir nochmal bei Fallout 4 und jetzt habe ich doch noch zusammengekratzt irgendwo hier meine Materialien. Also ich kann jetzt diesen Generator groß bauen. Oder nicht? Ach, ich würde sagen, benötigt Rang 1 Wissenschaft. Haha, ich habe mich weg. Moment, ich kann ja irgendwas aufskillen, aber, ne? Rang 1 Wissenschaft. Wo haben wir die jetzt wieder hier? Ah, Leute, also ist man schon mal irgendwie weitergekommen, ne? Und dann haben wir hier natürlich wieder... ist nichts Problem, ne? Könnte ich wahrscheinlich die Wissenschaft auch nicht aufspielen, weil mir irgendwas fehlt. Ich sehe es schon kommen. Ja, was muss ich aber finden hier? Vor lauter Skills hier. Oh mein, wo ist das denn jetzt? Aber hier unten schaut es schon mal schlecht aus. Na, wollen wir denn die Wissenschaft? Hier ist die Wissenschaft. Da ist er ja. Ach, kann man aufskillen, doch. Gut, machen wir es doch glatt. So, einen Rang haben wir ja noch. Ein Punkt meine ich. Oder? Ja, aber können wir später machen. Gut, dann haben wir das fertig jetzt hier. Wahnsinn, hey. Ah, jetzt können wir endlich mal diesen Generator bauen. Ich fass es nicht, Leute. Tatsache, wir können ihn bauen. Dieses riesen Protzding hier nebendran gehockt, ey. Alter, mich haut's mich weg, ey. Riesenbrocken, warte mal. Können wir den Riesenbrocken vielleicht hierher bauen, ne? Sinn, ey, ist das ein riesen Brocken. So, gleich mal das Kabel wieder anbringen. Warte mal, wir wollten... hierher eigentlich. Eigentlich, ne? Wollten wir da hin? Aber ich kann nicht mehr ums Eck, ne? Ah, verdammt, Moment.
Also einen riesen Brocken wieder nehmen. Und dann setzen wir die meine Güte, dann halt daher. Was denn jetzt gehen? Ach, was ist denn jetzt wieder, ey? Da mach ich es halt so. Meine Güte, ich hab's geschafft, ey. Ich sprich mit Questen. Oh, mein Güte. Preston. Eigentlich wollte ich hier die Musik muss weg, Leute. Die Musik. Obwohl wir die weg haben, ne? Oh, die ist aber noch da. Okay. Na, ja, das machen wir ein wenig leiser mal. Das ist gut. Die Stimme können wir ja lassen. Reicht so. Oh mein, da ist es halt jetzt da. Okay. So, jetzt reden wir mal mit ihm hier. Entschuldigung. Wow, wir haben es wirklich geschafft. Oh, ich habe so lange zusehen müssen, wie es mit dem Minutemen bergab ging. Das ist wirklich was Besonderes. Jetzt müssen wir zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Wir müssen das Commonwealth einen und dieses Mal muss es halten. Also dann, zurück an die Arbeit. Doch jetzt, da Radio Freedom sendet, können wir überall und jederzeit die Leute warnen. Wenn jemand in der Nähe ist, dann helft bitte. Jawohl, abgeschlossen. Ruf der Freiheit. Was mir dabei gerade einfällt, ich hab noch was, um das du dich da kümmern könntest. Ja? Eine Gruppe, ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen, also sieh mal, was du tun kannst. Oh, da war viele, viele Quests hier. Kann ich was für dich tun? Nichts, folge mir, tauschen. Nichts, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Ich bin froh, dass ich mich revanchieren kann, nachdem du mir so geholfen hast. Lass es mich wissen, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Okay. Nein, nichts. Okay. Ja, warum ist das jetzt, Scheint funktionsfähig zu sein. Na, immerhin. So. Warum ist jetzt hier das Radio an? Obwohl wir hier gar kein Radio haben. Und warum? Ich verstehe das nicht. Musik ist aus. So, Effekte. Sind halt wegen an, na so. Radio aus. Stimmen lassen wir, das lassen wir. Es sind vielleicht die Effekte, nehme ich an, ne, oder? Ah, na gut, okay, da haben wir Pech. Ist egal jetzt. So, dann haben wir das endlich jetzt abgeschlossen. Wahnsinn, hey. Und dann können wir ja als nächstes dann so, das haben wir auf alle Fälle erledigt. Hier bauen wir halt noch ein paar Bettchen hin. Das sind die nämlich auch glücklich, die Leutchen, ne? Sag ich mal so. Weil wir haben ja keine Bettchen. Also, Essen, Schutz. Ach nee, Betten haben wir ja. Ein bisschen Schutz und Essen wollen wir noch hin. Okay, da machen wir noch ein bisschen Schutz hin. Vielleicht hier bei den Löchern oder so. Obwohl, wir haben ja hier Schutz. Zählt das nicht hier dazu, oder was?
Doch, den müssen wir doch mal zählen hier. Hier ist so ein Wachturm. Ach, benötigt jemand. Okay. Okay, dann, Radio Freedom, siehst du? Keine Meldungen vor. Passt da draußen auf euch auf, Leute. Schutz. Gut, da brauchen wir so ein paar MG-Dinger hin, würde ich sagen. Ein paar MG-Dinger, wenn ihr dann glücklich seid damit. Bäm. So, und dann haben wir ja natürlich noch so einen Eingang, Ausgang hier oben vielleicht noch ein bisschen. So, also ich verstehe das nicht mit der Musik jetzt. Eigentlich habe ich es ausgeschalten. Keine Ahnung. Warum das jetzt an ist noch. So, dann hätte ich gerne noch ein bisschen was zu essen. Wo baue ich denn das jetzt wieder hin? Wasser haben wir ja. 40 haben wir Wasser. Ach, das ist die Bombe. Ja, jetzt verstehe ich. So, und warte mal, essen. Bauen wir Essen, Fläche. Ja, drumherum können wir schon machen, ne? Warte mal, wir schauen mal eben. Oh, das wird bestimmt wieder voll bemängelt hier jetzt, ne? Bei YouTube meine ich. Flächenkürbis, Klingenkorn, Mais. Dann haben wir noch so eine Maisplantage hier ein bisschen, oder? Achso, die können aufs Grüne, ne? Na gut, dann machen wir hier ein bisschen Mais hin. Bäm. 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 Okay. Bäm. Bäm. Gut, ich muss halt noch ein wenig wachsen, das ist klar, ne? Sonst wird's nix. So, 5 Ben, ein Leute ist da. Ach, ist der inne da geblieben, oder was? Oder bin ich das jetzt gerade hier? Na, keine Ahnung. So. Jo, da haben wir das perfekt. Hey, klasse. Hier mal schnell speichern, bling. So, wie gehen jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Essen muss wachsen, ja. Aufgaben. Sprich mit den Säuberer. Warte mal, Säuberer, Sunshine. Sunshine. Wo ist denn das hier überhaupt? Das Sunshine-Ding. Hier oben. Ach, das ist aber schon weit weg, ne? Könnten wir ja hinreisen und dann gehen wir noch ein paar Meter hin. Und haben endlich diese Musik aus jetzt. So, wir machen noch ein paar Minuten und dann muss ich mich doch leider wieder verabschieden erstmal. Aber wir haben wieder mal ein bisschen Fallout geschafft. Ja, die nächsten Tage wird auch wieder mal was anderes kommen. Wort. Strong lernen. Respekt. Okay, du respektierst mich? Was? Wer da sein? Willst du damit sagen, dass du mich respektierst? Ja, Strong respektiert Mensch. Mensch kämpfen gut. Mensch helfen Strong. Super mutig. Ist nicht schlecht. Der will plaudern mit mir ewig, weißt du? Und ich voll im Visier. Oh meine Güte, was ist das denn jetzt hier, Leute? Oh, da will plaudern und dann ist es jetzt in die Hose. Also Strong, komm her. Wenn du jetzt mit mir plaudern willst, dann mach das gleich hier. Strong lernen neues Wort. Strong lernen Respekt. Okay, du respektierst mich. Respekt ist gut. Furcht ist besser. Respektieren ist gut. Respekt ist ein gutes Wort. Strong. Respekt, Mensch. Mensch kämpfen gut. Mensch helfen Strong. Supermutanten seien Brüder. Brüder alles teilen. Nicht besitzen wie Menschen. Mensch teilen wie Bruder. Supermutanten kämpfen. Töten, nicht reden. Mensch töten, nicht reden. Mensch sein guter Supermutant. Hm, töten und teilen. Keine Umarmung. Bist ein Idiot. Ich glaube, wenn der mich umarmt, mal töten und teilen. Moment mal. Du tötest und teilst gerne? Alle Supermutanten eins. Zusammen. Wenn teilen alles,
machen bessere Kämpfer. Alle Supermutanten gegen alle anderen. Alle Menschen eins. Zusammen. Alle Menschen gegen alle anderen. Kämpfen zusammen. Töten alle anderen. Mensch und Strong kämpfen zusammen. Teilen zusammen. Mensch und Strong eins. Oh, da spricht ein Riesel, ey. Er spricht in Rätseln, der Digge. Digge, du sprichst in Rätseln. Hier geht immer noch kein Licht. Ja, vielleicht kürzer so, ne? Jo, das Bett ist ja kaputt. Auf alle Fälle ist das Bett hier kaputt. Strong, hä? Mensch, was geht mit dir? Hab ich irgendwelche 38er für dich anzubieten? Nö. Bisschen enttäuschen. Jo, dann wollen wir mal gucken. Wir wollten ja eigentlich woanders hin, aber da hat er dieser Strong... ich meine, diese ganzen Dinger hier mir... wisst schon. So, was haben wir hier? Good Warwick. Aha. Gibt es zur Detektivwollerei? Haben wir auch nicht gemacht, ne? Jo, dann machen wir einfach mal... Gibt es zur Detektivwollerei? Warte mal, ja. Ah, okay. Diamond City. Können wir ja mal hingehen nochmal nach Diamond City. Waren wir schon ewig nochmal. Da gehen wir mal dahin. Jawohl, machen wir halt erstmal das. Andere können wir ja später noch machen. Und dann muss ich mal gucken, was ich noch aufskillen tue. Am besten ist ja doch langsam mal diese Mechanics-Zeugspunkte und sowas. Wie mit den Wissenschaftspunkten jetzt. Hier wie Mensch stinken. Naja, es sind ja viele Menschen hier drum. Und dann hätte ich gern mal noch ein bisschen, Wet Array hätte ich gern mal noch gehabt. Bin ja schon ewig verstrahlt. Und ein Steambag. Jawohl. So, und dann, gehen wir weiter. Okay. Nur das Beste für den Selbstschutz. Handgefertigte Stücke. Der Doktor sagt, ich darf keinen Schnaps mehr trinken. Hey, ach, hier müssen wir rein, ja, oder? Hier ist die Zeitung. Hi. Was stimmt, wie gibt eine Nuka-Cola? Ja, danke, ne? Hat er mir die jetzt gegeben? Clip, ne? So, sind wir jetzt richtig? Nein, ich glaube, ich bin nicht falsch, oder? Arturo. Hey, hallo. Du solltest morgen mal bei meinem Stand vorbeikommen. Commonwealth Weaponry. Okay. Eigentlich suche ich aber jemand anders hier. Bin ich jetzt voll falsch, ha? Moment mal, bin ich jetzt wohl falsch? Oh. Doch hier angezeigt. Was ist hier denn noch markiert? Gehen wir mal da lang. So, okay. Kann man hier gar nichts mitnehmen hier, Mensch. Bin ich ja ein Diebstahl, ne? Da bin ich ja ein Dieb. Okay, mal den machen. Gut. Ach, guck hier. Der Haushaltsroboter.
Nicht schlecht. So, es war wieder ein sehr schönes Wetter, aber ich glaube, es waren jetzt die letzten schönen Tage langsam. Wird es doch langsam frisch. Aber ich denke, es gibt bestimmt mal noch einen schönen Tag irgendwann. Ja, es kann ja sein, dass es jetzt der letzte war. Geht bestimmt irgendwann mal noch ein schönes Sonnenschein. So. Bin ich jetzt richtig oder bin ich jetzt wieder falsch? Na, eigentlich bin ich hier falsch, ne? Also rein theoretisch. Müsste ich hier wieder reingehen? Oh, mei, mei. Oh, mei, oh, mei. Wo ist denn das? Der Detektiv Valerie. Oder Valerie, wie auch immer. So, jawohl. Gucken wir mal, wo das jetzt ist. Gehen wir mal jetzt dem nach hier. Hup. Bing. Hey, über dich stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt? Dafür ja. Siehst du aber noch ziemlich gut aus, was? Ganz alt bin ich. Hier ist jedes nur denkbare Gut erhältlich, das Sie brauchen können. Wenn wir nachts einkaufen, kein Problem. Diamond City Surplus hat rund um die Uhr geöffnet. Ich hätte gerne meinen Kotzwolf zurück. Wo ist der Kotzwolf? Entsperren? Entsperren will ich hier aber nichts. Warum soll ich denn das entsperren hier? Hä? Zack. Oh Gott, dein Freund. Er ist doch kein... Du weißt schon, eins dieser Super-Dinger, oder? Nein. Oh, wow, du bist aber groß. Was rennt der mir immer nachher? Ah, hier ist es jetzt, glaube ich, oder? Nee, auch nicht. Hast du auch mal. Was ist jetzt im Verlaufen hier, Leute? Ich habe euch eine... Oder, ich habe euch eine Pflanze geklaut. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ah, hier. Hier sind wir richtig. Jetzt. Gott, wie Wege hier. Sind verlaufen. Ellie, bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast ihn Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Bitte, wegen meines Fehls, bezahl mich. Gerne doch. Gern geschehen. Ja? Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Hier. Ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Suche begeben hast, aber du bekommst eine Belohnung. Und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Setz ich mich mal. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Den Mord beschreiben, Entführung beschreiben. Entführung. Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. Was kannst du mir noch erzählen? Fallout 11, 111.
Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. An was erinnerst du dich noch? Den Mord beschreiben. Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. An was erinnerst du dich noch? Sean beschreiben. Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir's. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Gunner? Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein, ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Die Fäden. Raider? Nee, die waren es bestimmt nicht. Das Institut? Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schiefläuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Mhm. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also ein ausrangierter Prototyp. Bist ein Prototyp? Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß, ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. So, was müssen wir machen jetzt hier? Du bist einer von ihnen. Du weißt nichts. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Was weiß ich jetzt auch nochmal? Outfit beschreiben. Die Frau trug eine Art Schutzanzug, glaube ich. Der Mann hatte so ein Metallding an seinem Arm. Vielleicht eine selbstgebaute Rüstung. Viele Söldner machen das, um hart auszusehen. Der Schutzanzug ist interessant. Sowas können sich nur wenige Söldner leisten. An was erinnerst du dich noch? Klatze Norbe? Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Nein. Nein. Sie haben ihren Namen nicht genannt. Ah, das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Okay. Es ist nicht schon... Er ist in der Stadt. Er wohnt hier? Er ist noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Das haben wir doch, ne? Folge Nick. Jo, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Und, jo, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüssi.